So, mit dem Dreieck ist nur vorbei. Wir schauen uns Vierecke an. Da haben wir ja schon gesagt gehabt, wie man es beschriftet. Jetzt gucken wir uns ein besonderes Viereck an. Da ist jetzt etwas passiert, was jetzt sich von einem allgemeinen Viereck sich abhebt. Ihr erkennt es hoffentlich schon. Diese Seite, die Seite AB, ist parallel zur Seite CD. Und das lässt sich auch dann schön in die Eigenschaften zusammenfassen. Ihr braucht nur nicht mitschreiben. Also, erstmal sind diese beiden Seiten parallel. Und wir wissen doch auch von der 7. Klasse, wenn parallele Geraden da sind, dann ist doch der Winkel genauso groß, wie wenn man das verlängern würde, der Winkel. Das nennt man Stufenwinkel. Heißt doch im Umkehrschluss, diese beiden Winkel zusammen sind dann Nebenwinkel. Also nochmal, wir gehen eine Stufe nach oben, dann ist der Winkel Alpha hier oben nochmal. Und dieser Alpha mit Delta zusammen ergibt dann 180 Grad. Also, die beiden Winkel ergeben 180 Grad, dann gilt das Gleiche natürlich auch für diese beiden Winkel. Man unterscheidet bei Vierecken immer unter nicht symmetrisch und symmetrisch. Dieses ist jetzt nicht symmetrisch. Symmetrisch heißt, wir könnten hier irgendwo eine Spiegelachse reinstellen und dann würde man so das Viereck erzeugen können. Das funktioniert aber nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier durch die Mitte eine Spiegelachse durchmache, dann kann ich zwar den Punkt A auf B spiegeln, aber ganz eindeutig nicht den Punkt D auf C. Also ein nicht symmetrisches Viereck. Und genauso ist es natürlich, wenn man die Symmetrieachse hier durchzieht oder hier durchzieht. Gut, bei einem Trapez nennt man die beiden Seiten, die parallel zueinander sind, Grundseite. Und die beiden Seiten, die eben nicht parallel zueinander sind, das nennt man die Schenkel. Ich möchte nur kurz zeigen, wie man das Ganze konstruiert. Wir brauchen jetzt beim Trapez nur noch vier Größen. Warum, werde ich euch am Nachher nochmal zeigen. Ihr braucht nur nicht mitschreiben, erstmal noch zuhören. Also, als erstes macht man natürlich immer eine Planfigur. Heißt, die muss auch nicht so groß sein wie jetzt bei mir und es muss auch lang nicht so beschriftet sein hier wie bei mir. Aber dass man kurz ein Trapez skizziert, also dass man sieht, dass zwei parallele Seiten sind und dass man dann farbig anmalt, was man hat. Spätestens beim Viereck ist es jetzt extrem wichtig, dass man das macht, um zu wissen, wie man vorangeht. Man macht dieselbe Abbildungsvorschrift wie beim allgemeinen Viereck. Also zuerst Planfigur, dann Teildreieck, dann Rest. Wir schauen uns hier an, welches Teildreieck wir machen. Das Dreieck ACD ist übrigens sinnlos. Da haben wir nur die Seite E und die Seite C. Uns fehlt die dritte. Also schauen wir weiter runter. Das Dreieck ABC, da haben wir die Seite A, die Seite E und den Winkel. Ja? Das ist quasi SSWG. Denn der Winkel liegt der größeren Seite gegenüber. E ist größer als A. Also fangen wir damit so an zu konstruieren. Das probiert jetzt mal selber. Drückt jetzt auf Pause und versucht dieses Trapez zu konstruieren. Vorher natürlich das, was hier steht, abschreiben. Jetzt auf Pause drücken. Gut, also 3,5 cm. Ich fange an, die Seite AB zu konstruieren. Dann den Winkel anzutragen. 80 Grad, das ist der hier. Und jetzt weiß ich ja, dass die Seite E diesen Schenkel hier irgendwo schneidet. Also zeichne ich einen Kreis um A mit dem Radius E. Der schneidet hier diesen 80 Grad Winkel. Und damit muss hier mein Punkt C sein. Jetzt haben wir nur noch eine Größe, nämlich, dass die Seite C hier oben 2 cm lang ist. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich ja nur noch den Kreis um C zeichnen, so dass hier jetzt alle meine Punkte D liegen. Klar ist, dass es natürlich nur auf der Seite hier liegen kann. Nur wo liegt denn jetzt der Punkt D? Und da ist es eben die Eigenschaft eines Trapez, die wir hier brauchen. Denn die Seite AB ist parallel zur Seite CD. Heißt, wir können eine Parallele zeichnen und dort, wo diese Parallele diesen Kreis und mit 2 cm um C schneidet, dort muss mein Punkt D sein. Und jetzt habe ich mein Trapez konstruiert. Das Ganze sollte jetzt dann im Heft sein. Das gleiche mit Grundseite, Grundseite, Schenkel, Schenkel. Ja, das war's zum Thema Trapez. So sollte das jetzt im Heft sein. Das hier kann natürlich viel, viel kleiner sein, aber wie gesagt, eine Skizze sollte immer dabei sein.